Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Ja, in der letzten Folge haben wir einige Züge ausgetauscht, zum Beispiel wie hier unsere Hauptlinie, die seit Anfang an existiert, mit neuen elektrischen Zügen, die extrem schnell sind und einer Kapazität von 252 Personen. Wir haben hier unseren Zug ausgetauscht gegen ein schnelleres Modell mit mehr Kapazität. Wir haben Flugzeuge, die dauerhaft Öl und Treibstoff von A nach B transportieren. Was hier natürlich immer noch zu massigen Problemen führen könnte, aber es wird in Zukunft eh ausgebaut, noch das ganze System, dann wird es ein bisschen stabiler. Wir können mal gucken, wie viel uns aktuell die Linie der Flugzeuge bringt. Sie bringt uns auch 7 Millionen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. 7 bis 8 Millionen fließen durch Öl in unsere Taschen. Wenn wir uns natürlich mal angucken, wie viel jetzt zum Beispiel hier die Rohöl bringt. 5 Millionen, der Flugtransport bringt auch 2 Millionen. Wir machen also über 16 Millionen alleine oder circa 16 Millionen mit Öl. Das ist doch lecker. Ich würde in dieser Folge aber genau, haben wir angesprochen, dass wir ein ganz entscheidendes Problem hier lösen. Und zwar, dass die Leute hier auf so einer kleinen engen Straße fahren. Ich will, dass wir dieses Problem lösen und hier eine Autobahn dazwischen setzen, die in Zukunft dann die ganze Straßentechnik revolutioniert, indem sie dann von hier nach da weiterläuft, hier eine Abfahrt nach dort hat, nach Tübingen und dann runter wirklich bis zu uns in die Stadt. Das wäre jetzt so mein Plan, dass wir mal auch auf Straßen setzen, weil das habe ich früher nie wirklich getan. Aber es scheint trotzdem ein relevanter Punkt noch zu sein. Bedeutet, wir werden jetzt hier am besten hier so rüber und dann hier rum irgendwo und dann hier sozusagen mit einer Autobahnabfahrt in die Stadt reinarbeiten. Wo fangen wir denn am besten an? Ich würde sagen, hier vorne neben Bottrop. Hier würde ich ansetzen mit der Straße und zwar mit der Autobahn. Eine Busspur. Spielereigentumstool. Kann ich die Autobahn grundsätzlich schon höher setzen? Es wird automatisch eh sagen, dass das... Sie soll die Höhe halten im Grunde. Es soll eine Brückenautobahn bleiben. Brückenpfeilerkollision. Wo denn? Ah, da vorne, scheiße. Es wird eine sehr, sehr... Alter, wie viel Züge... 200, komm! Oh, ich liebe es. Also jetzt haben wir ja im Grunde... Muss ich hier das Ansatzstück mal bauen? So. Man verbindet ja nicht unbedingt zwei Autobahnen. Wie gesagt, das ist vielleicht eine der dümmsten Ideen ever. Das kostet Millionen. Aber ich möchte mal ausprobieren, ob Autobahn in diesem Spiel auch wirklich... Ach, guck mal, ich kann sogar... Ich kann... Warum hat mir das niemand so früher gesagt, dass ich mich anlehnen kann an die Autobahn? So. Die hohe Autobahn... Das ist natürlich praktisch, wenn es jetzt darum geht. So. Autobahnauffahrt.
Wo ist der Bau nicht möglich? Es kommt auch wieder wahrscheinlich darauf an, wie du abfährst, ne? Alter. Das muss ich in Zukunft vielleicht mal umbauen. So, was natürlich hier passiert, hier wird eine große Straße gezogen, eine neue, die hoffentlich Bodenkontakt halten kann. So, okay, ich will es jetzt erstmal hier hinbringen. Ne, ich will es ein bisschen kürzer haben. So. Und dann soll es in den Vierer gehen, genau so. Oder kann ich das im normalen Spiel weitermachen und dann hier sagen, abbrechen. Leute, die Autobahn ist jetzt das ist jetzt hier Geschichte. Verkehr steht ab sofort. So. Steine zu groß. So. Das finden die natürlich jetzt ganz, ganz uncool, dass man das gemacht hat. Sie werden schon noch verstehen, wieso. So. Problem gelöst. Alte Straßen werden abgerissen. Jetzt muss die KI sich natürlich kurz überlegen, was sie hier macht. Aber fahrt jetzt einfach auf die Autobahn auf. Und seid dann happy. Jetzt tut der ganze Verkehr hier nicht auch umdrehen, weil es jetzt gecheckt hat, was hier passiert ist. Und wir können langsam unnötige Straßen abreißen, die gezwirbelt sind wie sonst noch was. Und bauen somit das Verkehrssystem mal hier ein bisschen um. Ich habe es natürlich schlau gemacht, in die Richtung aufzufahren. Eigentlich hätte ich die Autobahn genau umgedreht hätte bauen müssen. Weil, ja. Also Vorteil hebt es hier, da fährst du hier dann so auf und... Aber hier ist es gerade eine Katastrophe. Wie gesagt, deswegen müssen bestimmte Straßen jetzt auch geupdatet werden. Halt wie zum Beispiel jetzt hier mit einer Vierer würde ich das machen. Wenn es gehen würde halt, ne? Also jetzt, wo der Verkehr natürlich auch flüssiger läuft, sollte sich das auch langsam verbessern.
Dadurch wird natürlich der Verkehr auch wieder verbessert, ne? Und hier hinten hast du die ganz kleine Auffahrt. Hier vorne verbesserst du es wieder dann im Insgesamten. Natürlich, die Auffahrt ist jetzt hier noch nicht genial, die müssen wir noch umbauen. Jetzt machen wir mal kurz in ein Pausemenü. Weil die taugt mir so abnormal wenig, dass ich die jetzt direkt hier neu baue. Und so ein bisschen den Stadtrand neu. So, perfekt. Schaut schon wieder um einiges besser aus. Und dann fahren die Autos hier schön erstmal hoch und dann können sie auf die Autobahn auffahren. Klar, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben mit der Hochgeben, aber ich kann halt unten drunter jetzt die Züge fahren lassen, alles drum und dran. Und die Autobahn ist sozusagen separiert. Ich mag das so ein bisschen, wenn ich dann halt da drunter trotzdem normalen Spielraum habe. Und das macht es ein bisschen einfacher für mich, finde ich. Und als nächstes geht die dann nach München vor und dann können wir alle möglichen Umwege abreißen, die kleinen Straßen werden vernichtet, nur noch die wichtigen Straßen werden dann hier sein. Genauso wie ich jetzt hier zum Beispiel die Straße upgraden werde. Und diese gewellten Straßen, das sind doch eine Katastrophe. Da tuckelst du ja nur so dahin. Das muss geändert werden. Das muss geändert werden. Hier kommt eine neue Straße. Autosave. Rauf mit der Straße. Okay. Nö, ich will die gerade haben. Jetzt könnt ihr gerne wieder runter. So. So, und somit haben wir jetzt eine neue Straße gebaut. Und schon, die ersten verwenden es schon, weil du halt schneller bist. Die alten Straßen blockieren. Du musst alt gegen neu tauschen. Es ist halt so. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz sozusagen. Damit wirst du effektiver und alles läuft einfach flüssiger. Und wir können vor allem alte Straßen abbauen, die nervig sind. So, jetzt hat mal bitte. Wir hatten das Design, Leute. Das hätte ja ich designen können, Leute. Eieiei. Wenn dann bitte gescheit. Dann macht das bitte gescheit. Ruft mich an, ich mach euch das. Hier kommen einwandfreie Straßensysteme jetzt hin. So, weiter geht's. Jetzt ist Bottrop angeschlossen. Auf der Autobahn fahren die Autos. Ist natürlich super schön, wenn man sowas sehen kann. Ja, die Produktion ist ganz zufrieden. Ich würde aber sagen, wir bauen mal hier aus, oder? Bottrop kriegt seinen Flughafen. Aber Leute, ich würde sagen, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.